So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Maites Let's Play. Mittlerweile ist ja unser Hotel quasi fertig. Also, da fehlt quasi noch das letzte Steinchen. Und dann ist es komplett... Für die, die letzten 20 Folgen übersprungen haben, ja, wir haben in den letzten 20 Folgen alles fertig gebaut. Das ist Folge 140. Ja, schön. Die Frage ist, machen wir jetzt direkt weiter, noch die letzte Folge dieser Woche? Oder suchen wir uns schon mal ein schönes Örtlein für die Pyramide, wollte ich gerade sagen. Leuchtturm, für den Leuchtturm. Ach, das Gebäude wird geil. Ich meine, dass es geil wird, ist halt keine Frage, aber es wird halt lange dauern, bis wir hier fertig sind. Ha! Das ist das Problem dabei. Oh Gott. Aber mit der Größe der Insel hat es echt prima gepasst. Das ist wirklich wie, als wenn die Insel dafür gemacht wäre. Richtig schön geil. So, was wir jetzt tun werden... ist ja, siehst du, wir könnten doch hier auf der Insel einen Leuchtturm machen. Ich meine, hier hinten haben wir noch relativ viel freien Platz. Wer sagt nicht, dass wir einfach hier direkt hier an der Landzunge hier einen schönen Leuchtturm hinbauen könnten? Das wäre hier richtig schön in der Mitte von allem. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt, oder? Die Bäume bleiben denn hier stehen. Die Bäume hier holzen wir ab und dann können wir hier so richtig schön so einen Leuchtturm hinbauen. Ist das bekloppt oder ist das genial? Ich finde, es ist genial. Gut, machen wir auch. Ich bin schon wieder voll, ich glaube das nicht. Ich sollte mir angewöhnen, immer meine Taschen erstmal leer zu machen, bevor ich hier solche Sachen anfange. Schmeiß mal die Hälfte weg hier. So, die beiden Bäume hier, die können wir eigentlich sogar fast stehen lassen, so als Zierde. Na. Weg damit. Schon wieder voll. Leck mich am Arsch. Siehst du, worüber wir uns auch noch Gedanken machen müssen, ist, wie hoch der Leuchtturm da eigentlich werden soll. Ich würde ihn halt gerne auf jeden Fall höher bauen als das Hotel. Also, oder besser gesagt,
mindestens genauso hoch wie das Hotel, aber eben ist halt die Frage, ob wir es halt nur genauso hoch bauen oder tatsächlich größer bauen. Das ist halt die Frage. Weil so ein Leuchtturm, den sollte man zwar von Weitem erkennen, aber ich meine, obwohl doch, den bauen wir schon ein bisschen groß. So. Hier geht es gerade in die Richtung, hier geht es gerade in die Richtung. Das heißt, wir bauen einfach mal mittig hier von diesem komischen Steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt perfekt. Das heißt, wir machen einfach mal da so mittig irgendwie so Markierung. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt ist die Frage, wie machen wir den Sockel? Ich würde nämlich gerne einen richtigen Sockel bauen, auf dem das Ding steht. Also hier, ne, wieder klassisch, ne, kennt man ja Steinziegel, warum auch nicht? Oder nee, komm, nee, wir machen Clean Stone. Muss ja nicht schön aussehen, also Leuchtturm, klar, sollte schon schön aussehen, aber ist jetzt nicht, dass man da irgendwie ungefähr unbedingt Steinziegel braucht, sondern einfach nur fertig, komplett gegossener Beton oder Steinboden. Gegossener Steinboden, klar. Ja. So, die Frage ist, wie groß wird der? Weil das Ding soll ja rund sein. Und jetzt ist die Frage, wie groß oder wie viel Platz brauche ich, um eine ordentliche Rundung hinzubekommen? Weil wir wissen ja von unseren komischen Gebögen, den wir zum da hinten bei den Minen gemacht haben, um einen kompletten Bogen zu bauen, brauchen wir mindestens 9 Felder. Die Frage ist, soll der Turm wirklich 9 Felder Durchmesser haben? Oder ist das denn schon definitiv zu dicke? Andererseits wüsste ich halt nicht, wie wir den kleiner bauen sollten. Das ist scheiße. Oh, das ist richtig kacke. Ich meine ganz ehrlich, ich meine 9 wäre ja der Außendurchmesser. Das heißt, in hätten wir dann gerade mal einen Durchmesser von ungefähr, also von maximal 7. Ich glaube, wir probieren es doch erstmal. Auf je, ja, doch, genau. Auf jeden Fall brauchen wir dann nämlich, Scheiße. Wir brauchen weißes und rotes Material. Und da ich kein Gronkh bin, der seinen Leuchtturm aus Wolle baut, ne, hätte ich den doch schon gerne aus Kon also aus Beton oder irgendeinen zwar färbbaren, aber solide Material. Jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz bei Red. Was gibt's denn alles in Red? Was ist das denn hier? Gebüschrot. Man kann Gebüsch einfärben? Okay, ich sehe gerade, es gibt hier gar keine Blöcke, die man irgendwie. Was zur Hölle? Gibt es hier kein Kon. Kann man das nicht einfärben? Auch nö, oder? Okay, das ist nochmals konkret. Das wäre dann das Weiß, aber es gibt nichts. Ach du Scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Das werden wir auf jeden Fall nicht benutzen, weil das ist scheiße teuer.
Wobei, es würde sogar gehen. Die Frage ist halt, ob man das hier sägen kann. Weil wir brauchen ja auch Material, was wir irgendwie sägen können, ne? Scheiß die Wand dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das können wir auf jeden Fall nicht sägen, das weiß ich jetzt schon. Hey, sag mir nicht, dass wir wirklich Wolle benutzen müssen. Das kannst du mir nicht antun. Oh Gott, bitte nicht. Warum hängt der Server eigentlich so hinterher? Hier ist eine richtige Verzögerung zwischen Klicken und das Ding. Was ist denn da los schon wieder? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah ne, das ist hier zu dunkel, was auch immer das ist. Ghost Stone? Remove Stone? Alter, was ist das denn? Mesocon Random. Mesocon Random. Was macht das? Wozu ist das? Was soll das? Ist doch egal. Ja, zur Not könnten wir auch das hier benutzen als ist, ich hätte zwar gerne richtig kräftiges Rot, aber ne, zur Not frisst der Teufel Fliegen. Also Holz wird auf jeden Fall nicht verwenden. Wolle schon gar nicht. Weißt du, hier so ein richtiges leuchtendes Grün, das gibt es wieder in allen Varianten, aber nichts in Rot. Willst du mich denn verarschen? Würde sowas hier passen? Es wäre zwar orange, aber es hat zumindest eine geile Optik. Andererseits ist das halt Kupferblock. Es wäre also eine absolute Kupferverschwendung. Wir nehmen Diamantblöcke. Easy. Oh Mann, nein, 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 das kannst du nicht machen. Das ist schon wieder zu dunkel. Das ist Kacke. Oh, Kacke. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah, okay, wir sind gefickt. Gab's hier keine Colorblöcke oder sowas? Ah, scheiße, Leute. Ah. Da muss ich wohl noch mal eine Mod installieren. Für farbige Blöcke. Na gut, dann gucken wir mal Sandstone. Also weißes hätten wir halt, Silbersandsteinziegel, was? Silbersandsteinziegelplatte. Leckt mich am Arsch. Nee, also hier, ne, hätten wir zumindest was Weißes und was Rotes. Ach, nicht jetzt. Sand Cobblestone gibt's gar nicht. Wie heißt du denn? Ach so, einfach mit den nur Wüsten. Okay. Genau, hätten wir also das hier zumindest. Es ist zwar eigentlich viel zu dunkel. Ich hätte eigentlich. Das ist so scheiße. Ist viel zu dunkel. Ah, fuck, ist das scheiße. Vor allem, es hat halt auch so eine scheißkräftige Textur. Ich meine, von Weitem würde man das nicht sehen. Aber von dahin würde das halt ultra scheiße aussehen. Haben wir irgendwas wie Carpet? Ah, ne, Carpet bringt uns ja auch nichts, weil erstens ist das aus Wolle und zweitens kann man die nur an geraden Wänden und nicht an schrägen Wänden ranpacken. Willst du mich jetzt verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es hier nichts Rotes gibt.
Oder wir nehmen halt wirklich das hier. Okay, doch, dann nehmen wir das hier. Okay. Also Wüstenstein und dann halt normales. Mal gucken, was also, ne, die Sachen sollten schon von der Textur her ungefähr zusammenpassen. Das heißt, das hier hätten wir als Rot, Desert Stone. Und dann wäre halt die Frage, was wir halt als Weiß nehmen. Ich gebe einfach mal Stone ein. Mal gucken, was da so rauskommt. Es sollte schon irgendwas im weißlichen Bereich gehen. Silver Sandstone. Ist ja auch texturiert, ne? Ja, und mehr gibt's doch gar nicht mehr. Wo hier unten ist noch? Achso, ist auch wieder Silber Sandstein. Ja, okay. Gut, dann machen wir das so. Wir nutzen also das hier und das hier. Das heißt, wir müssen noch mal in die Wüste. Yay! Ach so, oder? Mal gucken, wie viel Sandstein wir haben. Weil wir haben ja Sandstein, glaube ich, noch ein bisschen. Aber ebenfalls nur ein bisschen. Also wir müssen so oder so noch mal in die Wüste. Sandstein werden wir echt scheiße viel brauchen. Vor allem diesen silbernen Stein. Also diesen silbernen Sandstein und den Wüstenstein. Davon werden wir eine Scheißmenge brauchen. Weil wir haben keins von beiden vorrätig. Nicht in solchen Mengen. Das gibt eine Katastrophe. Ja. Fängt mal gut an. Okay, wir können es auch kompressen. Ah. Zum Kompressen brauchen wir aber diesen Kompressor, ne? Also dieses. Das Ding. Und ich meine, mit der Technik-Mod sollten wir uns sowieso erst noch irgendwann beschäftigen, aber erst irgendwann und nicht jetzt direkt so schnell. Oh, das gibt eine Katastrophe. Oh, diese Stamina, warum lese ich denn mein Stamina nicht mehr auf? Sag mal, ist irgendwie das Let's Play heute verhext? Oh, Zuhörerin kommt on. Hi. Okay, habe ich bloß noch den schon bearbeiteten. Ah, das ist Mist. Wo kriegt man den her? Ja, okay, auch durch Kompressen, aber ich meine jetzt. Durch Backen oder sowas nicht. Das heißt, man baut den direkt so ab. Das heißt, wir müssen irgendwo in eine Wüste, wo man diesen silbernen Sand findet. Kennen wir da so eine Wüste? Waren wir schon mal da irgendwo? Weil hier ist ja alles so normaler Sand. Das heißt, wir werden wieder in der Weltgeschichte rumfahren dürfen. Eieiei. Oh. Ah. Ich meine, wir können ja mal gucken, was wir für so eine LV-Anlage brauchen. Also erstmal so ein LV-Kompressor. Genau. LV-Kompressor. War das der Kompressor? Ja. Da brauchen wir Edelstahl. Barrier? Nee. Garant? Gara. Ja, Kohlenstoff. Klaro.
Ach so, okay, kann man relativ einfach. Okay, cool. Kohlensäure. Ach so, okay, cool. Okay, kann man also relativ leicht herstellen. Ja, ich will nicht mehr. Was ist das denn schon wieder? Hält mich jetzt noch richtig? Hä? Da gibt es zwei Rezepte für? Ach, ja. Das ist das braucht man dafür. Das ist die richtige Zutat. Oh Gott, wir sind gefickt. Wir sind sowas von am Arsch und total ge. Okay, ich meine, das alles würden wir sogar noch zusammenbekommen. Was ist das denn hier? Gusseisenstahl, Gusseisenbarren, Kohlenstoffbar. Ich will nicht mehr. Willst du mich ruinieren? Oh, Alloying, wir brauchen also auch noch ein. Oh nein. So. Was brauchen wir für das Gerät? Ach, stimmt, das war ja das, was wir jetzt sogar schon gebaut haben. Das Ding hier. Ah, okay. Okay, ich dachte jetzt mittlerweile. Ich dachte jetzt gerade. Ey, ich dachte schon, also, ne? So, aber auf jeden Fall für LV brauchen wir einen Generator. Das heißt, wir können entweder diesen Thermogenerator benutzen. Wir können auch einen Ofen benutzen. So Kohlegenerator, also Kohlekraftwerk quasi. Das wäre natürlich die umweltschädlichste Variante, aber wahrscheinlich die preiswerteste. Was gibt es noch? Musikspieler, Silbertruhe, verschlossene Silbertruhe. Ja, das ist halt das, was ich bisher immer genutzt habe. Da brauchen wir aber ein bisschen. Ja. Sachen für. Die dortierte Siliziumscheibe. Wollen wir eine CPU bauen oder was? Ich gebe auf. Genau, das hier ist das Ding, was aus Wasser. Also wo halt auf allen vier Seiten Wasser ist, damit es am effektivsten ist. Aber es reicht, glaube ich, auch auf zwei Seiten. Mit einer Seite alleine geht es, glaube ich, auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man das Ding halt mit dem Wasser stellt, dann erzeugt es halt relativ viel Energie. Ist geil. Aber auch hier brauchen wir wieder so ein Ding. Aber wie gesagt, das geht eigentlich sogar, weil wir haben Stahl und wir haben Kohle. Und dieses Alloying-Ding haben wir auch. Ich weiß gerade nicht, was Alloying auf Deutsch heißt. Ligieren, glaube ich. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist klar. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich das Wasserding hier benutzen. Wobei, da brauchen wir Diamanten für. Warum braucht man für eine Wassermühle einen Diamanten? Wofür braucht man da einen Diamanten? Wollt ihr mich verarschen? Was gibt's noch so alles? Ja, wir nehmen hier so ein Kohle-Dings, der Bumster. Ist wahrscheinlich das am preiswertesten. Ja. Ist das preiswerteste von allem. Okay. Das heißt, vielleicht kriege ich so ein Ding sogar direkt gebaut. Der braucht halt hier 8 mal Eisen und 16 mal Kohlestaub. Für ein, oder? Momentchen, Moment mal, wollte ich jetzt hier irgendwas. Okay, doch. Aber eben, ich brauche nur insgesamt 8 für. Genau, wir brauchen ja bloß einen Kasten davon. So, was gibt es hier noch für Alternativen? Was? Okay, es hat escalated quickly. Also man kann es super kompliziert machen oder super einfach. Ernsthaft jetzt? Gut, dann nehmen wir natürlich die einfache Variante, wenn sie schon existiert. Warum auch immer es denn überhaupt die kompliziertere Variante gibt.
Wahrscheinlich nur, um mich zu erschrecken. Danke, danke. So, 8 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe mal, das Zeug reicht aus. Ich packe am besten gleich mal noch ein bisschen was dahinter her. So. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Kabel. Von den Kabeln brauchen wir wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr, weil wir müssen die Dinger irgendwie miteinander verbinden. Da brauchen wir Papier. Achso, Papier. Na, Papier haben wir nicht. Wir haben nur Plastik. Papier müssen wir jetzt noch machen. Plastik, 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 ja. Dungeon Master gibt es selten, aber böse. So. Okay. Wo waren wir? Genau. Papier. Alles. Wir brauchen wie oft Papier? Her damit. Kupfer haben wir. Halt. Nee, das ist ja Bronze. Scheiße, wir haben viel Kupfer. Upsala. Ah, alles jetzt hier machen ist jetzt aber auch ein bisschen. Voll in einen reingerannt. Überlebt. So, dann reichen erstmal. Dann mache ich erstmal so. Ach so, kriegen wir mal gleich 6 Stück mit einmal. Boah, easy. So, was brauchen wir noch? Hier brauchen wir einmal. Was ist jetzt schon wieder Brave? Zink. Kupferbarren klingt easy. Brauchen wir bloß nochmal zweimal hier Kupfer. Haben wir Zink? Zink haben wir, glaube ich, schon, ne? Silber, Zink. Naja, Zink haben wir echt extrem wenig. Per Rückwärtsgang. So, jetzt kommst du nochmal rein. Dann haben wir auch nochmal Zink. Und das müssen wir jetzt erloyalieren. Was muss daraus werden? Nein. Daraus muss werden. Ach genau, Brass. Brace. Bruce. So, du kommst da rein, du kommst da rein. Und. War das jetzt richtig? Genau. So, brauchst du eigentlich bloß noch Kohle, oder? Gib mal her. Ich dich mal. Achso, nee. Das wäre ja Verschwendung hier. Verschwendung von Steuergeldern. Ich schmeiß einfach mal dich hier rein. Ganz ehrlich. Ja, funktioniert sogar. Ist zwar Kohlelegierungsofen, aber okay. Blätter funktionieren auch. Yay. Siehst du, Kohle hält viel zu lange gehalten. So, das heißt, jetzt können wir das Ding bauen. Wo ist mein Zeug? Ist es noch im Ofen? Oh, ja. Das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Ofen haben wir noch nicht. Das wäre mir lieber. Danke. So, jetzt kommst du nach da, du kommst nach da, du kommst nach da und du kommst einmal so drumherum. Yay! Wir haben ein LVMA.
Ich glaube, den packen wir am besten mal nach draußen. Das passt optisch am ehesten und auch sinnhaft am ehesten. Ach du Scheiße, vor allem, es fällt mir gerade mal ein. Ja, eben, der braucht hier sowieso keinen Kasten. Nee, vor allen Dingen, um sowas zu benutzen, brauchen wir ein gesamtes LV-Netz. Das heißt, wir müssen auch noch einen Speicher entwickeln, also so ein Pufferblock, so ein LV-Transformator, Legierungsofen, oh, CLC-Maschine, Kompressor, Ofen. Ich verstehe. Was brauchen wir überhaupt alles? Silbertruhe, verschlossene Truhe. Ich guck mal ganz kurz nach Technik. Wir brauchen auf jeden Fall so ein komisches Ding, was das denn hier brauchen wir. Nee. Der Genia. Das hier brauchen wir. Nein. Digga, die sieht also gleich aus. Was brauche ich denn jetzt hier? Irgendwo war doch so ein komischer Controller. Ich brauche doch so einen komischen Controller, den ich zwischen die Freezer. Hier gibt es Sachen, die habe ich mir noch nie angeguckt, ey. Oh Gott, da werden wir noch viel Zeit verschwenden. Betonung liegt auf Verschwenden. Mal, gibt's hier mal. Ach, das hier, oder? Ja, Schaltanlage, genau das Ding brauchen wir. Okay, das sieht nicht so teuer aus. Das Ding, wie wir das Ding herstellen, wissen wir mittlerweile. Das Ding wird schon ein bisschen teurer. Kupferspuk. Okay. Wow, ich gehe gerade Dschungelholz holen und dort ist hinterher eine Klippe. Letzter Weg, Rückwärtsgang. Puh, Glück gehabt. Was? Spinnen gibt es ja auch. Weiß ich, aber hier draußen, wo hell ist, bin ich Dschungelholz holen. Monster eigentlich nur im Dunkeln. Ja, ich kann das mal lernen. Zum Beispiel Höhlen. Bye. Das heißt, nächstes Mal, ich werde dann besser gleich mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Was wir brauchen, ist Leuchtturm, Blinklicht und Turm. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Desert, also na, Desert Stone für Rot. Wir brauchen Silver Stone für Weiß. Und dann brauchen wir auf jeden Fall LV-Anlage. Das wird ein Horrortrip. Ich glaube, wir konzentrieren uns doch erstmal nur auf unser Hotel. Das ist schön einfach, schön simpel. Dauert zwar 200 Folgen, aber wir haben jetzt 200 Folgen, zumindest kein. Bei LV-Anlagen, das. Das wird ein Spaß, das wird richtig, das wird heftig. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, aber ich lasse mich da überraschen. Ich sag mal so, wir haben noch viel zu tun. Wir haben auch scheiße viel zu tun. Na gut, bis dahin auf jeden Fall, bis zur nächsten Woche und nächste Woche gucken wir dann mal. Ja, wie gesagt, wir haben ja derzeit drei aktive Sachen. Einmal die Mine, einmal unser Leuchtturm, dann jetzt auch noch LV-Anlage und
Hotel. Wir haben also ein bisschen was auf der Agenda. Mal gucken, wenn es mir nächste Woche wieder ein bisschen besser geht und ich nicht so Kopfschmerzen habe. Dann auch wieder 2 Folgen pro Tag. Aber die Woche jetzt erstmal, ich renne schon seit 4 Tagen ununterbrochen mit Kopfschmerzen rum. Deswegen ist das für mich erstmal Bettruhe angesagt. Bis dahin, schau mit V.